Wir haben alle viel zu viel Kleidung in unserem Kleiderschrank, die nie getragen wird. Und deswegen bin ich jetzt auf einer Kleidertauschparty und gebe meinen alten Krempel ab und bekomme hoffentlich schöne neue Teile dafür. Kann ich loslegen? Was muss ich machen? Du bekommst einen Stempel. Ja. Und dafür kannst du dir dann hier was aussuchen und das dann mitnehmen. Genau. Bis zu 10 ich lege los und wir sehen uns später nochmal fürs Interview. Genau. Okay, gut. Ja, wir sind mitten auf der Kleidertauschparty, Kleiderwandel hier im Haubentaucher Berlin. Neben mir steht Gunda von UNICEF. Warum ist bei euch denn wahnsinnig wichtig oder warum denkt ihr, dass der Kleiderwandel definitiv vonnöten ist? Also zum einen wollen wir darauf aufmerksam machen, dass eben immer noch viel Kinderarbeit in der Bekleidungsindustrie aufzudecken ist. Das ist vielleicht nicht unbedingt in den Großbetrieben der Fall, weil viele Firmen schon viel gemacht haben. Das Problem ist aber vor allem in den Zulieferbetrieben, in den kleinen Betrieben, die eher schlechter und nicht gerade unabhängig kontrolliert werden. Das ist ein Punkt. Und es passiert auch zum Beispiel viel in der Baumwollindustrie. Viele Kinder arbeiten in der Baumwollindustrie. In Indien zum Beispiel werden 200.000 geschätzt. Oder auch in der Saatgutindustrie. Zum Einkreuzen der Baumwollsaaten. Da ist nochmal das zusätzliche Problem, dass die Saatgut mit Chemikalien behandelt wird und die Kinder eben den ganzen Tag diesen Chemikalien ausgesetzt werden. Sie müssen lange arbeiten, meist 11 bis 12 Stunden in stickiger Luft oder eben solchen gesundheitlichen Gefährdungen sind sie dann eben ausgesetzt. Darauf wollen wir aufmerksam machen. Das betrifft natürlich auch nicht nur Kinder, sondern wir sind allgemein für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, denn auch Eltern müssen gute Arbeitsbedingungen haben, um ihre Kinder zu sehen. Wenn die Eltern den ganzen Tag arbeiten müssen und sich nicht um ihre Kinder kümmern können, betrifft es auch die Kinder. Genau. Ich stelle mir das jetzt so vor, Kinderarbeit, ich sehe jetzt so vor mir ja, Kinder, die in Fabriken sitzen und dort arbeiten müssen. Du hast jetzt auch vom Saatgut gesprochen. Gibt es auch eine Form von Kinderarbeit, die den meisten Menschen gar nicht so bewusst ist, die aber existiert? Also ein ganz wichtiges Problem ist, dass viele Familien, auch in der Bekleidungs- und Landwirtschaft, Industrie, sind hoch verschuldet. Da muss dann die ganze Familie irgendwie mit anpacken. Die Familien sind, wenn nicht verschuldet, dann sehr arm. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Etwas, was vielen nicht bewusst ist, ist zum Beispiel, das betrifft dann vielleicht nicht die Kleidungsindustrie, sondern zum Beispiel die Versklavung von Kindern, dass viele Kinder als Haussklaven gehalten werden. Das ist leider auch sehr, mir sind gerade keine Zahlen bekannt, aber das ist ein wichtiger Punkt. In Goldminen gibt es sehr viele Kinder, also das Thema faires Gold, das kommt ja erst in letzter Zeit auf. Ja? Früher hat sich niemand Gedanken darüber gemacht, dass das Gold, dass der Goldring, den man trägt, irgendwie unfair hergestellt wurde. Aber in Goldminen arbeiten Kinder, schürfen dann das Gold mit Quecksilber und mit den puren Händen. Auch eine Sache, die vielen gar nicht bewusst ist, wenn sie dann in den Schmuckladen gehen. Ich war eben noch auf deinem Vortrag hier auf der Veranstaltung. Da hast du davon gesprochen, dass auch die Unternehmen in ihrem Marketing in Form auf Kinderarbeit achten müssen. Was hast du denn damit gemeint? Genau, also die Verantwortung von Unternehmen für die Kinderrechte ist weit mehr als nur das Verhindern oder die Abschaffung der Kinderarbeit. Das sind viel mehr Aspekte, zum Beispiel auch im Marketing. Vielen Unternehmen ist gar nicht bewusst, dass sie im Marketing darauf achten könnten, dass Kinderrechte gefördert werden können. Ich meine, worauf haben Kinder ein Recht? Kinder haben ein Recht auf eine gesunde Entwicklung, eine auch sozial gerechte Entwicklung. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie ein gesundes Bild von sich selber haben. Wenn es aber Unternehmen gibt, die in ihrer Werbung zum Beispiel bestimmte BMI-Werte öffentlich zur Schau stellen, wird dem Kind vermittelt, dass das gut ist. Und Kinder sollen das vielleicht noch gar nicht so früh darüber etwas wissen. Oder es geht auch darum, um Gleichstellungsaspekte, wenn Kinder nicht gleichgestellt als gleichgestellt oder als mit einer eigenen Meinung dargestellt werden,
dann hat es auch einen Einfluss auf die Kinder, die eben diese Werbung sehen. Ja? Kinder sollen durch Werbung ermutigt werden zu einem gesunden Leben, zu einem nachhaltigen Leben, zu einer Verantwortung für sich selbst, für die Familie, für die Gesellschaft. Und das ist leider in vieler Werbung nicht enthalten, beziehungsweise sind die Unternehmen gar nicht bewusst darüber, dass das vielleicht wichtig ist. Das ist ein Aspekt, über den habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Was kann ich denn persönlich tun für Kinderrechte, wenn ich Kleidung kaufe, konsumiere? Gibt es da irgendwas, worauf man achten kann? Gibt es Siegel, die du empfehlen kannst? Oder dass man vielleicht Produkte kauft, die in Europa gefertigt wurden? Ist da irgendein Anhaltspunkt für mich als Konsumentin? Es gibt natürlich viele Siegel, viele Fairtrade-Siegel, und alle Fairtrade-Siegel schließen auch Kinderarbeit aus. Deswegen kann man sich natürlich daran orientieren. Es gibt auch bestimmte Anhaltspunkte. Also es gibt zum Beispiel die Seite Aktiv gegen Kinderarbeit, die auflistet, Vorwürfe von Kinderarbeit auflistet. Nicht nur für die Bekleidungsindustrie, auch für zum Beispiel Schokolade. Kann man da mal gucken, ob die Schokolade dann kinderarbeitsfrei hergestellt wurde, weil das ist ja auch immer so ein Aspekt, der zumindest den Leuten irgendwie bewusst ist oder von dem sie schon mal gehört haben. Das ist natürlich nicht kein vollumfassendes Bild, aber es kann ein erster Anhaltspunkt sein, eben da mal reinzuschauen und zu gucken, okay, wo gab es denn schon mal Vorwürfe, wo hat das Unternehmen auch vielleicht auch positiv reagiert. Also es gibt auch viele, viele positive Praxisbeispiele, wo Unternehmen wirklich dann auf Kinderarbeit reagiert haben und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt zu unserer Verantwortung stehen und müssen da was ändern. Es gibt zum Beispiel einen Fall, da wurde in einem türkischen Subunternehmen, wurde 2014 wurden Fälle von Kinderarbeit gesichtet, da wurden syrische Flüchtlingskinder zur Arbeit angehalten, zwischen 12 und 14 Jahren. Leider auch ein Aspekt, durch die vielen Fluchtbewegungen und der da und einhergehenden Armut gibt es auch immer mehr Kinderarbeit unter den Flüchtlingskindern. Und der Hersteller, ein deutscher Hersteller, der dort hat produzieren lassen, hat nicht einfach den Vertrag mit dem Produzenten aufgekündigt, sondern hat gesagt, okay, wir möchten diese Kinder in Schulen schicken. Sie haben dafür gesorgt, dass die Familien finanziellen Ausgleich bekommen, solange die Kinder noch nicht 15 sind. Haben sie aber auch damit das Versprechen eingeholt, dass die Kinder zur Schule geschickt werden. Und es wird dann auch, es gibt Projektbetreuer dafür. Und gleichzeitig wird auch der Betrieb wird darin unterstützt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das finde ich löblich, dass man dann auch wirklich nicht nur sagt, okay, wir wollen die Kinderarbeit aus unserem Unternehmen, aus unserer Lieferkette raushaben, sondern wir versuchen auch wirklich langfristig was zu ändern. Denn wenn zum Beispiel den Kindern gekündigt werden würde, dann würde das für die Kinder auch noch nichts Besseres heißen. Ja? Dann würden sie irgendwo anders arbeiten oder eben ja, versteckt oder ja, oder vielleicht sogar noch schlechtere Arbeitsbedingungen vorfinden. Ich danke dir für deine Zeit, fürs Interview und für euren Einsatz auch hier heute. Wir haben eine interessante Interviewreihe dann jetzt hinter uns. Alles rund ums Thema Fast Fashion und warum ein Kleiderwandel vonnöten ist. Und ich hoffe, dass sich da zukünftig was ändert.